IT heute, ja, das ist, denke ich mal, wird sich jeder so ein bisschen widergespiegelt sehen. Es gibt natürlich Infrastrukturen, die ganz besonders betroffen sind, nämlich eben Cloud-Anwendungen. Wenn ich mein Azure-Account, meine Azure-URL auflösen will, netfox.azure.com zum Beispiel oder sowas, dann ist das eine DNS-Auflösung. Wenn mir da jemand einen falschen Pfad unterjubelt, eine falsche IP-Adresse unterjubelt, schicke ich jetzt gerade meine ganzen internen Dokumente vielleicht nicht an Office 365, sondern an irgendjemand Fremden. Und geschäftliche Anwendung immer mehr cloudbasierend. Mobile Arbeitsplätze, sagte Herr Braune gerade schon richtig, werden immer mehr. Ne? Ich meine, ganz ehrlich, ich habe hier auch kein Fest-PC mehr. Gut, ich bin auch kaum hier, aber selbst wenn ich hier wäre, hätte ich wahrscheinlich trotzdem ein Notebook, ganz einfach, dass ich zu Hause weiterarbeiten kann. Ne? Oder wenn es mir mal nicht so gut geht und so weiter. Außenstandorte, Remote, ne? Auch das gerade in großen Filialumgebungen, ich sage so Firmen wie Aldi oder Depot und wie sie alle heißen, die viele kleine Filialen haben. Die haben ja in der Regel nicht einen zentralen Internetzugang, wo sie alle über das Hauptquartier funken. Das wäre ja Ressourcenverschwendung. Sondern da sagt man ganz blauäugig, naja, ach komm, ich schmeiß da raus, ich schmeiß da raus, die haben alle einen kleinen DSL und fertig. Die sind dann aber natürlich auch alle betroffen. Und dieselben Rechner, die dann dort zum Beispiel in die internen, in irgendwelche Webportale zugreifen müssen, um Preise abzugleichen, greifen wahrscheinlich auf die interne Kommunikation zu. Bestes Beispiel NotPetya zum Beispiel letztes Jahr. In der Ukraine, dieser Angriff, der über die Finanzbuchhaltungssoftware da kam, das war ja ein verfälschtes Update, über drei Ecken gespielt sozusagen. Ich habe ein falsches Update verteilt, habe die Infrastruktur infiltriert und dann lahmgelegt. Ne, natürlich auch mit DNS, weil ich Software nachgeladen habe. Die reine komplette Malware hätte wahrscheinlich einen Fehler ausgelöst oder zumindest einen Alarm ausgelöst. Bei einem Antivirenprogramm, guten Anti-Malware-Programm und so weiter. Deswegen wird sowas in kleinen Stücken nach und nach über einen längeren Zeitraum nachgeladen. Und zwar von Adressen, die ich per DNS auflöse. Der eine oder andere hat einen DNS-Server fest bei sich in der Umgebung, vielleicht sogar eine richtige DNS-Infrastruktur. Ne? Einen vertrauenswürdigen Active Directory DNS-Domain-Server in der internen Infrastruktur, einen DNS-Server-Cluster in der DMZ. Und dann nochmal natürlich draußen dann eventuell den Provider oder einen eventuellen DNS-Partner. Ne, DNSSEC zum Beispiel als Service. Das alles ist gut, aber bringt mich nicht wirklich in den Status, dass ich sicher bin. Weil, ganz ehrlich, habe ich die Kontrolle darüber, wer was auflöst? Für meine internen Sachen ja, aber draußen? Na, wenn Sie jetzt zum Beispiel Ihre interne AD so eingestellt haben, dass die alle externen DNS-Anfragen an die Perimeter-DNS schickt, also in der DMZ. Was macht die dann damit? Da ist als Forwarder in der Regel eingetragen die Root-DNS-Server, also die weltweiten globalen DNS-Server, Root-DNS, die überall auf der Welt gehostet werden von den Ländern, von Behörden, die der ITU untergeordnet sind und so weiter und so fort. Das ist der Regelfall. Viele haben aber auch gesagt, ich lerne automatisch den DNS-Server, den ich benutze, von meinem Provider. Also ich kriege quasi per DHCP meine fest zugeordnete IP-Adresse jeden Tag mitgeteilt und lerne auch den DNS-Server des Providers kennen. Dann würde der als nächste Instanz quasi abgefragt werden. Worauf will ich hinaus? Wenn meine DNS-Abfrage, ich suche jetzt zum Beispiel nach google.de, ne, frage ich mit meinem Active Directory authentifizierten Client den Domain-Controller ab. Der Domain-Controller sagt, ja, kenne ich nicht, aber ich übernehme die Antwort und frage mal weiter. Ne, den Forwarder, der für mich eingetragen ist, zum Beispiel in dem Fall die Perimeter-DNS. So, bei dem landet die Aufgabe immer noch autoritativ und der soll das jetzt bearbeiten. Er guckt, also sagt rein, sagt www.google.de, in meinem Cache ist das noch nicht drin. Also dementsprechend frage ich mal den Root-Server, wo ich .de auflöse. Ne, nur .de. Der Root-Server liefert zurück, ja, .de kannst du am besten auflösen bei der DENIC. Also frage ich den DNS-Server der DENIC, wo kann ich denn bitte Google auflösen? Google.de. Und kriege die Antwort zurück, Google.de, da wende dich mal bitte an den DNS-Server von Provider XY oder von Google direkt, wenn der DENIC in dem Fall schon bekannt ist. Und jetzt frage ich den an und sage, und wo kann ich www auflösen? Und also dementsprechend, ich habe viele einzelne Schritte dazwischen, die immer natürlich ein weiteres Risiko einer falschen Antwort beherbergen. Und was ich natürlich auch immer berücksichtigen muss, ist, nicht jeder Server
sagt wirklich ehrlich, dass er es nicht weiß, sondern die meisten gucken in ihren Cache und sagen, oh du, letzte Woche oder ja, so lange in der Regel nicht, aber vor ein paar Stunden hat das jemand aufgelöst. Ich weiß noch, welcher Server dafür zuständig ist und gibt mir eine IP-Adresse, von der ich nicht hundertprozentig sicher sein kann, dass es wirklich Google ist. Na, das ist in der Vergangenheit ja auch immer wieder passiert, gerade in der letzten Zeit, dass Wosing oder Start SSL und was weiß ich Zertifikate für Google ausgestellt haben. Und dann hat man HTTPS www.google aufgerufen und war nicht bei Google, sondern bei irgendjemand anders. Also dementsprechend nicht mal auf die Zertifikatsinfrastruktur dahinter kann man sich dann verlassen. Dementsprechend die Gefahr, dass der Provider-DNS oder die DNIC-DNS oder was weiß ich, also die ganzen anderen fremden Server infiltriert wurden, kompromittiert wurden, ist durchaus hoch. Und dass sich jemand dazwischen schaltet und eine Man-in-the-Middle für DNS macht, auch. Weil DNS ist nicht verschlüsselt. Selbst mit DNSSEC haben Sie nur einen Hash-Abgleich quasi mit einem gemeinsamen Passwort, der da stattfindet. Jetzt könnten Sie eine VPN-Verbindung aufbauen irgendwo hin, aber wo wissen Sie, wo da die DNS-Auflösung stattfindet? Also dementsprechend ist es doch besser, wenn ich genau weiß, wer löst warum für mich meine DNS-Abfrage auf. Und da sind wir jetzt zum Beispiel bei OpenDNS Umbrella. Es gibt noch ein, zwei andere Dienstleister, die aber ganz ehrlich nicht in der Größe agieren, in der Breite agieren und die Datenbanken haben, die über die Cisco da verfügt. Na, hier baue ich jetzt meine DNS-Abfrage alles auf die OpenDNS-Lösung um und leite dorthin meine Anfrage. Nur von dort erwarte ich auch eine vernünftige Antwort, eine vertrauenswürdige Antwort. Und jetzt ist es natürlich nicht wie bei einem DNSSEC-Standardanbieter, dass den Google Umbrella sagt, boah, ich habe jetzt woanders da die IP-Adresse aufgelöst, das wird schon stimmen, hier hast du mal. Nein, sondern bei Umbrella OpenDNS wird jetzt diese IP-Adresse auch geprüft. Also die haben eine riesen Datenbank, da kommen wir nachher noch ein bisschen genauer drauf zu, wo jede einzelne Abfrage quasi aus Sicherheitsaspekten beleuchtet wird und hinterfragt wird. Und was mir da noch das Schöne ist, wenn ich zum Beispiel Webseiten aufrufe, die suspekt sind, also DNS-Auflösungen machen möchte, die suspekt sind, dann kriege ich eine Blockpage zurück. Also ich kann auch da schon so ein bisschen vorbeugen gegen das Aufrufen von zum Beispiel Malware-Sites, Command-and-Control-Servern und so weiter und so fort. Na, weil ich da einstellen kann, welche Sachen dürfen aufgerufen werden und welche nicht. Schon im Basisstandardschutz, wenn ich nur mein DNS gegen diese Adressen laufen lasse, ne, die 208, 67, 222, 222 zum Beispiel, schon dann habe ich den Schutz vor Malware und Command and Control. Was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, ist, wenn Sie DNS hören, dann denken die meisten erstmal an Surfen, ne, Webseiten aufrufen und so weiter und so fort. Aber DNS macht viel mehr oder ist für viel mehr wichtig, weil jede Anwendung heutzutage wird in der Regel nicht mehr mit IP-Adressen konfiguriert, sondern mit URLs, damit man dynamisch sein kann mit seinen IP-Adressen. Und ganz ehrlich, mit IPv6 wird das immer wichtiger werden in Zukunft, weil haben Sie Lust, jedes Mal 128-Bit Hexadezimaladressen irgendwo einzuhämmern, wenn sich die ändern? Nein. Dementsprechend, DNS ist inzwischen in so gut wie jeder Anwendungskommunikation mit drin. Wenn Sie eine Webseite wie web.de aufrufen, dann haben Sie da tausende kleine Anwendungen und Werbebanner und was weiß ich drin. Jede einzelne davon wird per DNS aufgelöst. Wenn Sie eine App aufmachen auf dem Handy, dann fragt die nicht nach der IP-Adresse des App-Anbieters, sondern nach der URL und kriegt dann dementsprechend die jetzt gültige IP-Adresse, unter der der jeweilige Server vielleicht über Load Balancing oder was weiß ich zu erreichen ist, mitgeteilt. Malware, dasselbe. Da stehen keine fest hartgecodeten IP-Adressen drin. Das kann sich ein guter Malware-Entwickler gar nicht leisten. Na, weil die eine IP-Adresse, die er da einträgt, oder die fünf, die muss er ja haben. Die muss er ja besitzen. Und die sind wahrscheinlich relativ schnell lahmgelegt, ne, von den Firmen wie Microsoft und Co., die natürlich aktiv Gegenmaßnahmen ergreifen. Deswegen werden da in der Regel random URLs generiert, permanent. Und diese dann aufgelöst über die Malware und dann wird reagiert. Dann wird dann dementsprechend connected zum Command and Control Server und die Software nachgeladen und so weiter und so fort. Also dementsprechend lösen Sie sich vom Web, denken Sie an sämtliche IT-Kommunikation im Netzwerk, wenn es um DNS geht.
So, dementsprechend, warum Umbrella, warum nicht irgendein anderer, sagen wir mal, Secure DNS-Dienst, die es ja durchaus gibt, ne, 6, 7 gibt es Nennenswerte, weil, wie ich eingangs schon sagte, keiner so eng verwoben ist und so eine Breite an Zugriffsmöglichkeiten auf den internationalen Traffic hat wie Cisco. Cisco macht das einfach inzwischen seit fast 30 Jahren sehr eng mit allen Providern, also nicht nur den Internet-Service-Providern, sondern auch Service-Providern, Netzknotenbetreibern und so weiter, dass sie mit denen zusammenarbeiten und Schnittstellen zu deren Knotenpunkten haben. DECX zum Beispiel in Deutschland, jeder der 3 Knotenpunkte hat eine direkte Anbindung zu Cisco. Ja, wo dann dementsprechend Traffic-Auswertung stattfindet, jetzt nicht verhalten, was ist da drin, sondern welche Webseiten werden aufgerufen, welche IPs werden besonders viel aufgerufen, um zu erkennen, wenn ein Peak quasi ist an Zugriffen auf bestimmte Command- und Control-Server, auf bestimmte IP-Adressen, die dann als Command- und Control-Server identifiziert werden können. Zusätzlich findet natürlich auch so ein bisschen Analyse des durchgehenden Traffics statt. Das macht dann Talos, vielleicht schon mal gehört, ist eine der Cisco-Unterfirmen quasi oder Unterorganisationen. Und wie die Jungs immer selber sagen, die einzige Abteilung von Cisco, die keinen Profit macht, weil sie kein Produkt verkaufen. Talos ist eine reine Intelligence Security Abteilung, könnte man sagen. Da sitzen ein paar Leute in jedem Land der Welt und ein riesiger Rechenautomat dahinter, ja, eine sogenannte automatisierte Intelligenz, und durchforschen quasi das Verhalten von Traffic im Internet, um Sicherheitslücken, Malware, Viren und so weiter und so fort frühzeitig zu erkennen. Daraus werden dann Dienste wie OpenDNS, Umbrella gespeist, daraus wird die WSA gespeist, die Web Security Appliance, die E-Mail Security Appliance, die Firepower Appliance, ne, die Anti-Malware Protection und viele andere Tools, die irgendwas mit Sicherheit zu tun haben. Und was man noch dazu sagen muss, die arbeiten nicht alleine. Also da ist nicht hier Cisco und die sagen, die Welt ist so und kein anderer hat Ahnung. Nein, die haben ein großes Partnernetz. Da gehören dann FireEye dazu, da gehört Trend Micro dazu und, die alle quasi gemeinsam Informationen teilen, untereinander austauschen und erweitern. Dementsprechend kann ich schon sagen, die Trefferquote ist sehr hoch. Ne, wenn es darum geht, wirklich Schadsoftware oder Schadseiten, Schad-URLs, Schad-IP-Adressen zu erkennen. Und dann sagte ich ja schon eingehend, ne, ich kann es wirklich sehr schnell, implementieren. Nämlich indem ich nur erst einmal meine DNS-Auflösung auf die IP-Adressen von OpenDNS Umbrella umleite. Das geht per DHCP ganz einfach zum Beispiel. Oder wenn Sie sagen, das soll nicht jeder Client selber machen, naja, dann richten Sie das als Forwarder auf Ihrem zentralen DNS-Server ein, fertig, in der Perimeterzone. Oder auf dem Router, der nach draußen geht, zu Hause zum Beispiel, auf die Fritzbox raufgehen, DNS-Auflösung schickst du nicht an die Telekom, sondern an Umbrella. Und dann kann ich als Firma mich mit einem Umbrella-Account sehr vielfältig betätigen, was Monitoring betrifft, aber auch Sicherheitsrichtlinien. Also richtig tief reingehen und sagen, wo darauf zugegriffen werden, etc. Für privat gibt es auch Accounts, wo man dann so Sachen rausfiltern kann, wie zum Beispiel Pornografie, Alkohol, Gewalt und so weiter. Habe ich zum Beispiel bei mir laufen, weil meine kleine 6-jährige Tochter hat jetzt in der Schule Computerunterricht, die hat zu Weihnachten ihr Computer bekommen und da möchte ich nicht, dass die irgendwo im Internet auf Seiten geht, aus Versehen, die nicht für Kinder sind. Und da dementsprechend für lau, schützt mich das zu Hause. Und dementsprechend sagte schon, DNS ist eigentlich die Grundkommunikation, die erste Kommunikation, die immer stattfindet, bevor eine Anwendung was macht. Na, wenn ich eine Webseite aufrufe, als simpelstes Beispiel, ich löse erst die IP-Adresse auf, mache dann den TCP-Handshake, mache dann die HTTP- oder HTTPS-Verbindung. Na, und da war DNS vorneweg. Deswegen sagte ich ja auch eingangs schon, die erste Basis, um den absoluten Grundschutz zu gewährleisten. Ja, und naja, DNS, ganz ehrlich, muss nicht immer Port 53 sein. Wer sperrt bei sich in der Firma UDP oder TCP DNS Port 53? Die meisten sperren UDP Port 53, weil sie sagen, ja, UDP ist allgemein nicht so sicher, weil da kann ich ja nicht nachvollziehen, ob jetzt quasi das rückkehrende Paket zu dem ausgehenden gehörte und so weiter und so fort. Dann erlauben es aber TCP-DNS. Die DNS ist der einzige Dienst, der Port 53 in beiden Protokollen verwendet. Ich kann aber auch andere Ports benutzen.
Ich könnte meinem DNS-Server auch sagen, oh, weißt du was, du hörst auf Port 44444, 44444. Wenn der Rechner das weiß und der Server weiß, dass er da auf DNS hören will, geht das. Mit einer Firewall zum Beispiel oder einem IPS-System, nicht nur von Cisco, auch von Checkpoint oder anderen Anbietern, könnte ich jetzt aber auch das als DNS-Traffic erkennen und sagen, okay, Port 444, das ist 44444, da ist aber DNS drin. Dann redirecte ich das dahin. Also dementsprechend auch die Verknüpfung zu vorhandener Sicherheitsinfrastruktur kann relativ schnell und gut umgesetzt werden. Und dann kann ich sicher gehen, dass auch ein Gast in meinem Internet nicht über irgendeinen dubiosen DNS-Server auflöst, sondern eben über den von mir vorgegebenen. Und damit auch keine Malware runterladen kann. Auch für Hotels zum Beispiel sehr interessant, ne, sowas dann, da schon mal den Kunden vor sich selbst zu schützen. So, dementsprechend, gerade schon sagte, ich kann das nachher überall umsetzen, in meiner gesamten Firma. Das betrifft nicht nur mein Headquarter, das betrifft nicht nur meine Standorte, das betrifft auch alle Mobilgeräte. Ne, für Android wird da gerade was vorbereitet, fürs Apple iPhone auch schon. Ich kann aber auch einen AnyConnector darauf installieren, ne, das gibt es als App im App Store. Und dann dementsprechend das Modul dafür runterladen. Oder dem Handy quasi über das Mobile Device Management fest die IP-Adressen der DNS-Server zuordnen. Wenn ich sie über einen Agent versehen kann, dann hat das den Vorteil, dass ich hier auch eine Authentifizierung der Remote-Mitarbeiter machen kann. Dementsprechend auch deren Regelwerke über das Umbrella einstellen kann. Zum Beispiel sagen kann, na, der Chef, der darf auch Pornoseiten aufrufen. Ja, alle anderen nicht. Entschuldigung, nicht du. Ich hatte mal einen bei der BP, das war so ein älterer Herr, der wollte alles aufrufen, was geht. Ja, der hat dann seine Sonderrechte gekriegt. Dementsprechend, was macht der Agent noch zusätzlich, wenn ich ihn auf dem Rechner installiere? Der kann natürlich auch so lokal schon jeden Port erfassen, ne, und sehen, dementsprechend, da wird eine DNS-Abfrage generiert, die geht nicht an 53, die geht an 5353 oder an dem 44444 oder sowas. Wenn ich jetzt meine geschlossene Infrastruktur habe, meine richtige Firewall, ne, mein IPS-System, meine Checkpoint, meine Firepower oder was weiß ich, Appliance, die das dann umleitet, sagt, ey, das ist DNS-Traffic, der da getarnt als FTP-Traffic kommt. Den redirecte ich mal an Umbrella. So, dementsprechend hatten wir jetzt schon drüber gesprochen, Command and Control und so weiter. Ne, wie gesagt, das in überwiegend verschlüsselte Kommunikation heute. Und da sagen wir mal so ehrlich und sagen, das ist noch nicht mal unbedingt SSL-Verschlüsselung, was die da benutzen, sondern teilweise benutzen diese Anwendungen und Malware eigene Verschlüsselungsalgorithmen der Angreifer, ne? Also irgendwelche obskuren Sachen. Und die NSA zum Beispiel auch, die NSA, wer benutzt AES-Verschlüsselung? Jeder. HTTPS. Ja, ein vernünftiges HTTPS heute ist mit AES symmetrisch verschlüsselt. Wer benutzt RSA oder DSA als asymmetrische Verschlüsselung? Auch jeder. Ja, das sind Algorithmen, die DSA, AES, DES, 3DS zum Beispiel, sind Verschlüsselungsalgorithmen, die kommen von der NSA, ne, offiziell von der DARPA, Defense APA in der USA, quasi Forschungsverbund unter Rigide des Militärs. Das sind aber nur die Protokolle, die freigegeben haben zur internationalen kostenfreien Nutzung. Wer ein Cisco-Gerät gekauft hat, der kennt vielleicht schon mal beim Betriebssystem die Endung K9. Die K9-Lizenz ist die Nutzungslizenz für diese Verschlüsselungsalgorithmen. Das sind die freigegebenen. Und dann kann ich als jemand, der schon für die NATO gearbeitet hat, sagen, da gibt es auch noch eigene. Die haben noch Protokolle, die sind nicht freigegeben und Algorithmen, die sind nicht freigegeben. Die kennt also meine Firewall gar nicht. Dementsprechend, diesen Traffic kann die, egal wie toll die ist, den kann die gar nicht aufbrechen. Ne, deutsche Beispiel, die SINA-Boxen. Ne, jemand im öffentlichen Dienst unterwegs, schon mit einer SINA-Box gearbeitet. Ne, deutsche Firewall-System vom BSI quasi herausgegeben. Die benutzen so Verschlüsselungsalgorithmen wie Libelle und den Namen von dem zweiten habe ich vergessen. Das ist ein proprietäres, wo sie sagen, da ist dann die Sicherheit durch Closed Eye. Ne, also gerade bei dem zweiten kann ich sagen, das knacke ich dir mit einem Taschenrechner. Ne. Weil, sagen wir, Security by Obscurity oder wenn keiner das gecheckt hat, ist es nicht unbedingt sicher. Aber die Firewall erkennt das nicht und sie kann es nicht knacken, obwohl sie stärker ist als ein Taschenrechner. Dementsprechend aber die DNS-Auflösung davor, die ist Klartext. So, dementsprechend da über, klar, denke ich mal, C&C haben wir jetzt genug geredet. Ne? Hier, wie gesagt, da schon den Blocken, den Traffic und zwar nicht nur
on-premise, sondern eben auch für die mobilen User unterwegs. Wir von der NetFox bedanken uns für Ihre Teilnahme und bieten Ihnen natürlich jederzeit an, Ihnen beratend zur Verfügung zu stehen, wenn es um die Themen CASBY oder Umbrella geht und viele andere Technologien im Bereich Netzwerk und IT. Vielen Dank.